Bei der nächsten Übung geht es um die Briefgestaltung. Du siehst, in diesem Beispiel ist die Adresse und der Absendeort mit Datum, die Grußformel und der Name eingerückt. Das wird heute allerdings kaum mehr so gemacht. Normalerweise wird bei der Briefgestaltung alles links untereinander ausgerichtet. Es kann aber mal sein, dass du vielleicht noch einen Umschlag mit einem Fenster hast an dieser Position oder dass du ein Briefpapier verwenden musst mit einem Logo hier auf dieser Position, und so kannst du eine optische Achse erzeugen, indem du eben gewisse Inhalte daran ausrichtest. Wie auch immer, es ist einfach eine Übung, um mit diesen Tabulatoren etwas vertrauter zu werden. Ich überfahre den ganzen Brief bis zu diesen Beilagen und erst jetzt setze ich den Tabulator, und zwar einen linksbündigen. Hierfür muss ich erneut ein paar Mal klicken an der Position 9, und jetzt kann ich da den einzelnen Linien einen Schubser geben. Sind wir eigentlich schon fast so weit? Bei den Beilagen verschiebe ich diesen Tabstopp ein bisschen zurück, vielleicht etwa zur Position 1.5, und auch hier noch die entsprechende Einrückung. Ja, und damit sind wir schon so weit.